Mein Name ist Dieter Hummel, ich bin der Organisationsleiter Ansbach des Reservistenverbandes. Mein Name ist Bernd Fingberger, ich bin vom Kreisverband des Bayerischen Soldatenbundes, der Kreisvorsitzende. Und wir sind hier zusammen mit dem Reservistenverband und nehmen an waffenlose Selbstverteidigung teil. Die Veranstaltung wird zum dritten Mal durchgeführt. Wir haben motivierte Reservisten aus ganz Mittelfranken. Diese Reservisten werden geschult durch unsere Ausbilder aus Disbeck, die uns erst motivieren wollen, dass wir nicht kämpfen, sondern erst deeskalieren. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und die wird uns äußerst wichtig und gut rübergebracht. Es geht hier nicht nur darum, dass man das im Dienst macht, sondern auch, wenn man sieht, dass jemand Hilfe braucht, dass man da eventuell hilft. Wie kann man helfen? Was kann man machen? Wie deeskaliert man? Wie geht man vor? Oder wie setzt man sich zur Wehr? Das ist eine unserer Veranstaltungen, die wir von Seiten der Kreisgruppe heuer durchführen. Wir haben noch andere Veranstaltungen wie Kleiderschwimmen, Leistungsmarsch, Biwak, militärische Ausbildung, sicherheitspolitische Veranstaltungen. Und ein Highlight des Jahres ist diese waffenlose Selbstverteidigung. Und ganz toll ist die Kameradschaft, die dadurch immer geprägt wird vom Bayerischen Soldatenbund und dem Reservistenverband. Daran sieht man, dass wir beide sehr gut zusammenarbeiten und sehr gut Leistung zusammenbringen und natürlich auch immer zusammen auftreten. Der Kamerad Fingberger und ich, wir sind diejenigen, die im Reservistenverband und im Bayerischen Soldatenbund über die Grenzen unseres Kreisverbandes und über den Landkreisgrenzen in ganz Mittelfranken zusammenarbeiten und da auch mal herzlichsten Dank dafür. Es ist ja so, dass wir diese Veranstaltung durchführen als waffenlose Selbstverteidigung im Rahmen der Wachung und Sicherungsaufgaben. Und hier geht es um den Heimatschutz und hier geht es darum, dass die Kameraden, die hier ausgebildet werden, auch im Rahmen des Heimatschutzes dann im Rahmen dieser Wach- und Sicherungsaufgaben dann geschult werden. Und deswegen ist es wichtig, wir dienen Deutschland. Informationen gibt es einmal über www.reservistenverband.de und über den Sportverein in Disbeck zum Beispiel. Die machen hier die Ausbildung. Den kann man auch auf der Webseite sehen und sich direkt an Disbeck wenden.